Deiner hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Deiner hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Deiner waren oben, als ich ins Bett ging. Deiner war bei mir im Zimmer, als das Feuer ausbrach. Und der nächste Schlüssel. Ja, wir haben erfahren, dass Deiner und die Lampe wahrscheinlich nicht Ursprung des Feuers waren. Und wir sehen hier auch schon sehr schön, dass Alice ungefähr ab Hälfte des Spielerlebnisses eine neue Grafik für die Cutscenes bekommt. Und zwar sind dann die Situationen mit echten Schauspielern nachgespielt. Das finde ich ein ziemlich interessantes Feature. Und wir sehen hier auch schon, was so die kommende Welt sein wird. Es scheint vermehrt jetzt Schnee zu sein. Ich bin so ein bisschen auf die Gegner gespannt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Gegner in der Schneewelt vorkamen. Ja, wird sicher interessant werden. Naja, mal schauen, ab wann wir hier die Kontrolle wieder übernehmen können. Noch scheint es die Cutscene zu sein. Nein, ganz im Ernst. Also, der Ausschnitt gerade war natürlich nicht von Alice und die kommenden Parts werden natürlich alle die altgewohnte Alice-Grafik haben. Das Einzige, was jetzt Fakt ist, ist, dass ich mich verzählt habe und der 27. Part quasi gar nicht existiert. Deswegen diese kleine Sonderepisode. Also, freut euch auf den 28. Part. Ab da geht's weiter. Macht gut. Ciao!